Hallo, ich bin Katrin Holizek und ich bin die betreuende Redakteurin für das Projekt Das Jesus-Video. Das Jesus-Video, das ist ein Ja. Abenteuer-Thriller mit viel Action-Elementen. Das ist ja für Deutschland eigentlich ein eher ungewöhnliches Genre. Warum wagt ihr euch daran? Also ich glaube, es ist die Geschichte, die uns so fasziniert hat. Und ja, es gibt ja immer also es wird ja viel gesagt, Action kann man nicht bezahlen und so, aber ich glaube, es kommt sehr darauf an, wie das Buch geschrieben ist. Wie viele Action-Elemente gibt es wirklich darin und wo setzt man die? Also, und wir haben einfach ein super Drehbuch hingekriegt und von daher gab es keinen Grund, das nicht zu machen. Wir glauben, dass es genau das Richtige ist für unsere Zuschauer. Also ich glaube schon, dass wir da so einen richtig kleinen Edelstein gefunden oder gemacht haben aus einem Rohdiamanten. Ihr macht einen Zweiteiler draus. Weswegen habt ihr euch dafür entschieden? Ja, also diese Entscheidung war nicht so einfach. Natürlich, weil von Senderseite ist immer so die Sache, zwei Teile ist schwierig mit der Ausstrahlung und so weiter. Aber das Buch, das ist ja nach einer Romanvorlage, das ist schon schwierig, da das alles in einen Teil zu quetschen. Wir haben uns entschlossen, eine 120-Minuten-Fassung zu schneiden noch für die Dritt- oder Viertausstrahlung. Aber insgesamt, wie gesagt, sind die Bücher so gelungen, dass wir gesagt haben, wir versuchen es jetzt mal mit zwei Teilen und wir hoffen einfach, dass wir damit auch, oder ich hoffe damit, dass wir beim Sender eine Tür aufstoßen, dass wir weiterhin vielleicht noch mehr von so einem tollen Film machen können. Also das wäre natürlich mein Traum. Kanntest du das Buch oder wie kamst du zu diesem Projekt? Ich kannte den Roman nicht. Ich war bei der Produktion bei Christian Becker. Wir hatten ein ganz anderes Buch besprochen. Und dann kam die Katharina Raake rein und sagte, ja, wir haben hier gerade die Rechte an so einem tollen Roman gekauft. Und ich so, ja, zeig mal. Und dann habe ich hinten die vier Zeilen, die hinten auf dem Buchrücken immer draufstehen. Und ich habe gedacht, wow, hey, das ist ja eine super Geschichte. Und habe gesagt, bitte, ich möchte das mit euch machen. Unser Sender für uns und wir sind die Richtigen. Und das ist 1,5 Jahre her. Also es ist schon eine ganz schön lange Genese, bis es jetzt endlich soweit ist, dass wir drehen. Und wir haben uns dann nach langer Bucharbeit und mit der Finanzierung, bis das alles durch war, sind wir jetzt endlich am Ziel dessen, noch nicht ganz, aber fast, Man dass hätte es sich ja fertig eigentlich auch ist. vorstellen können, dass das ein Kinoprojekt ist, Genau. was dann eine Fernsehauswertung hat. Das ist es aber jetzt nicht. Also, wir haben uns ganz bewusst, mehr gesagt, ich habe mich ganz bewusst gegen Kino entschieden, weil ich glaube, wenn man so ein Projekt im Kino umsetzt, dann braucht man richtig viel Geld, weil Kino ist dann doch noch mal einfach eine andere, ja, ich finde, das ist eine andere Spielwiese. Die Leute sind da bestimmte Sachen gewohnt. Ich erinnere nur an Herr der Ringe. Da kann man nicht mit wenig Geld irgendwie so ein, das so. Also das finde ich nicht. Wir hätten vielleicht das Vierfache gebraucht und vielleicht haben die Amerikaner ja Lust, da das noch mal zu verfilmen. Mal sehen. Und es ist ja auch nicht nur für den deutschen Markt gedacht, sondern ihr habt gleich von vornherein eine Auslandsvermarktung mit angedacht, ne? Ja, also deswegen auch die italienische Besetzung. Also das ist so ein kleiner Kompromiss, den wir eingegangen sind. Ist ja insgesamt eine komplett deutsche Produktion. Wir drehen also auch auf Deutsch. Aber der Weltvertrieb ist dort mit einer kleinen Weltvertriebsgarantie drin, also mit ein bisschen Geld. Und wir haben dann gesagt, okay, wir besetzen die weibliche Hauptrolle italienisch. Und damit die sozusagen ein Verkaufsargument haben für Italien und Frankreich zum Beispiel. Also haben dafür Ornella Muttis Tochter genommen, Nike Rivelli. Und wir sind alle sehr glücklich mit ihr, weil wir haben auch ein Casting trotzdem gemacht mit dem Hauptdarsteller Matthias Köberlin und ihr. Und die funktionieren super zusammen. Und ja, also von daher. Ist es nicht nur was für den italienischen Zuschauer, sondern durchaus auch für den Ja, deutschen? also sie ist eine sehr attraktive und sehr nette Person und von daher ist schon genau richtig. Die männliche Hauptrolle, Matthias Köberlin, ist ja auch jemand, der jetzt, Köberlin. Köberlin ist ja auch jemand, der jetzt noch nicht so wahnsinnig bekannt ist, auch wenn er schon das ein oder andere einen Preis gekriegt hat und das ein oder andere interessante Projekt gemacht hat. Wieso fiel die Entscheidung auf ihn? Also Matthias ist für mich einer der kommenden Stars. Von mir aus auch international. Also der hat so eine Präsenz, ist unglaublich. Er war auch gerade kurz nachdem Katharina Raake mir dieses Buch gegeben hatte, war er bei mir im Büro, hat sich vorgestellt und er saß mir gegenüber und ich habe nur so gedacht, wow, der ist es. Und es gab noch, damals hatten wir so ins Auge gefasst, Sebastian Niemann als Regisseur. Und dann hab ich zu Matthias gesagt, du Matthias, würdest du gerne mal in einem Abenteuerfilm mitspielen? Und er guckte mich mit großen Augen an und sagte, ja.
Ja, sage ich, aber das Buch, und das ist noch gar nicht fertig, es gibt noch gar keine Drehbücher. Aber, und ich sage, das ist jetzt nur so instinktiv, dass ich denke, du bist der Richtige. Und dann habe ich ihn irgendwann Sebastian vorgestellt, weil ich natürlich den Regisseuren nicht ihre Darsteller vorschreiben will. Aber Sebastian rief mich am nächsten Tag an und sagte: Hey, woher wusstest du, dass das der Richtige ist? Ich sage: Ich kann es dir nicht sagen. Es war einfach gefühlsmäßig. Ja, und ich habe mich nicht getäuscht. Es sind alle total begeistert von ihm und er hat einfach eine ungeheure Präsenz vor der Kamera. Unglaublich. Also alle sind begeistert, die Stuntleute, der Kameramann. Super. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich ihn als Hauptdarsteller habe. Der Sebastian, der Regisseur, mit dem habt ihr ja bereits schon Erfahrung gesammelt, ist ja jemand, der kommt von der Filmhochschule und hat von vornherein ja eigentlich das Bestreben gehabt, Entertainment zu machen. Also nicht Kunstfilm verschoben, sondern halt wirklich kassenträchtige Dinge, die viele Zuschauer ziehen. Wieso kam es dieses Mal dann wieder zu der Zusammenarbeit? Also Sebastian ist einer der Regisseure, die einfach ja, tolle, also mit Gerhard Schelo, dem Kameramann, einfach ein tolles Team bilden und tolle Bilder einfangen. Und er hat ja für uns Piekenbrennen gemacht und dann den Kinofilm 7 Days to Live, wo er mit sehr wenig Geld einfach ein unglaublich hohes Production Value rübergebracht hat. Und das ist natürlich etwas, was man für so eine Produktion super gebrauchen kann. Und da ist er einfach der Richtige. Und es ist, wenn man hier ans Set kommt, eine ungeheure Ruhe strahlt er aus. Und ja, ist einfach, er ist der ideale Mann, um so eine große Produktion ja, super durchzuziehen. Und dann gibt es ja noch eine Spielfigur sozusagen in dem Ganzen, mit der ihr auch schon viel zusammengearbeitet habt. Christian Becker, der jetzt in neuer Firmenkonstellation Genau, dieses Mal Red erstmal Pack. tätig Seine neue Produktion, Red Pack Filmproduktion, weil er liebt Frank Sinatra und diese ganzen Leute da. Und den ersten Film, den ich mit ihm zusammen gemacht habe, war ja der Rattenfilm. Und es ist schon eine tolle Verbindung jetzt. Und Christian ist auch so ein Mensch, der unglaublich viele tolle Ideen hat. Und da muss man manchmal überlegen, wie man die eigentlich alle umsetzen kann. Und wir beide, wir waren von Anfang an Feuer und Flamme für dieses Projekt und haben es jeder auf unserer Seite, also er auf Produktionsseite mit der Finanzierung, ich auf seiner Seite, versucht, so gut wie möglich vorzubereiten und durchzukriegen, weil man für so ein Projekt ja eine ungeheure, also zumindest auf seiner Seite, ungeheure Marketing- und Werbemaschinerie in Gange setzt. Es ist ja, das war mir vorher gar nicht so bewusst, dass das dann so viel auch ist. Und das ist schon, muss ich sagen, ein ganz schöner Kraftaufwand, aber es lohnt sich. Also wenn man hier ist und das sieht, was sie daraus machen und so, dann bin ich sehr, sehr froh, dass ich dabei sein kann. Befürchtet ihr da eventuell Proteste der katholischen Kirche, weil sie sich so böse dargestellt finden? Wir hatten natürlich in der Drehbuchentwicklung schon unsere Diskussionen mit dem Weltvertrieb, weil Italien und so weiter, die Verbundenheit zur Kirche immerhin, da ist der Papst in Rom. Aber ich denke mal, dass wir jetzt einen ganz guten Kompromiss gefunden haben. Das Buch, also der Roman, nimmt da nicht so viel Rücksicht drauf. Aber wir sind da schon ab und zu ein paar Kompromisse eingegangen. Aber ich finde das auch okay. Also gerade in der jetzigen Zeit sollte man aufpassen, dass man mit den Religionen etwas vorsichtig umgeht. Man muss da den Leuten nicht unnötig auf den Fuß treten. Und man kann trotzdem spannend erzählen. Was ist denn für dich die größte Herausforderung bei diesem Projekt? Die größte Herausforderung, die ist eigentlich schon fast passiert, nämlich so ein Projekt bei einem Sender durchzukriegen, also zu finanzieren und tolle Schauspieler zu finden. Das war ein großer Baustein, sag ich mal. Und das zweite ist natürlich die Vermarktung. Das ist etwas, was die Produktion hier natürlich nicht so mitkriegt, aber wo sich die Maschinerie jetzt schon in Gang gesetzt hat. Zum Beispiel, dass man vielleicht einen Sänger oder eine Sängerin findet, die zum Beispiel den Titelsong singt. Sowas zum Beispiel, dass das Buch nochmal aufgelegt wird. Das sind so alles Dinge. Und was kriegt es für eine Kampagne? Gibt es ein Plakat oder gibt es womöglich Kinospots? Das wäre natürlich der Knaller, wenn wir das im Kino bewerben könnten. So, das sind so die Dinge, die der zweite große Baustein in diesem ganzen Ding sind und die große Herausforderung für mich.